Weiter geht's. Ja, den ignoriere ich jetzt mal. Auch wenn ich eigentlich gerne sein Loot hätte, aber ich glaube, wir brauchen noch seine Trophäe, ne? Ich glaube, die haben wir noch nicht einmal gekriegt. Theoretisch ein Item, was uns fehlt. Per Definition. So, und du stirbst für deine Co. Dann gehe ich wieder zur Küste. Und gehe hier. Sag mal, hier ist noch ein Morgen. Was ist denn hier los? Sind wir hier im Morgenland oder was? Entschuldigung. So, warte mal. Ich gehe mal so, damit er auf mich aufmerksam wird. Wird er. Und Wurzeln. Die ihn dann schön verprügeln können. Oh oh. Ein Ask Venus Maximus. Dann gehe ich mal hier hin. So. Von beiden Seiten werden wir jetzt angegriffen, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ja, der Askwin ist down. Da kommt noch einer. Aber wir haben ja auch ordentlich Wurzeln vorbereitet. Schön rein in unseren Dschungel. Oh, der stirbt an Gift. Nee. Doch. Ist an Gift gestorben. Nee, bleib mal schön hier. In Reichweite der Wurzeln. Damit du schön verprügelt wirst. Los, haut drauf! Killt ihn! Und nochmal. Bam! Sogar auf den Fleischhaufen, diese Fleischwolke nochmal drauf geboxt. Oh Mann. Gut. Hervorragend, die hätten wir. Da sind noch welche. Die werden auch nicht von mir ablassen. Dann töte ich euch eben. Ja, komm mal hier mit her. Und ich mache es so platt. Dann könnt ihr euch um den kümmern. Shit, hab ich getroffen. Gut. Mein Energieschild hat einen Schaden genommen. Oh, ein Zwerg. Moin. Na, was los? Hallo. Ja, selber hallo. Oh, der hat auch einen roten Bart. Das ist ja sympathisch. Leute mit roten Bärten sind mir sympathisch. Ah, da sind Pflanzen. Und wir müssen aber auch nach da, ne? Jetzt wird's also allmählich interessant. Gut. Ich kann mal hier drei wegwerfen, die brauche ich nicht. Und dann gehen wir wieder ans Eingemachte. Wobei das jetzt natürlich alles die neu generierten, also die genervten Ashlands sind. Ich hoffe, hier werden wir auf deutlich weniger Widerstand treffen. Mal schauen. Aber wir müssen jetzt nach da. Nicht nach Norden, sondern sogar leicht östlich. Oh, eine Walküre. Ja, egal. Die lasse ich mal eine Walküre sein. Energieschild. So. Und hier durch. Oha. Hier so eine Straße, ne? Die da so lang führt. Durch die Lava hindurch. Der da wird mich in die Lava ruppen. Deswegen komm mal schön her. Aua. Verdammt, hab ich noch getroffen. Jetzt habe ich Angst. Nein! Ich bin genau dahin gejumpt, wo er hingeruckt wurde von den Wurzeln. Das gibt's nicht. Okay, scheiße. Aber gut, der Weg ist ja easy. Okay, das war gerade wirklich gemein. Also, da habe ich eigentlich richtig reagiert. Aber die Wurzel hat ihn genau in meine Bahn gestoßen. Das war gerade fies. Na gut, kann ich schlafen? Ja, dann würde ich sagen, gute Nacht. So, guten Morgen und ich gehe stark davon aus, wir werden unsere Klamotten nicht brauchen, wo wir jetzt hingehen, weil wir haben da, glaube ich, schon recht gut alles geklärt. Aber was wir brauchen, ist Nahrung. Dennoch. Zack, zack, zack. Und außerdem gönne ich mir den Met und den Heilmet, damit wir nicht so ewig brauchen, ne? Und wenn wir jetzt gleich auch durchs Portal gehen, sinnlos direkt beim ersten Schlag sterben. Nein! Wir haben es kaputt gemacht. Gut, dann cutte ich das, ne? Also würde ich sagen, bis gleich. So,
Ich habe das Portal wieder hingebaut. Ich glaube nicht, dass das Feinde waren, sondern ich glaube, das waren hier diese komischen Meteordinger. Deswegen habe ich mir mal alles geholt, was wir für ein Dingens brauchen. Wie heißt das Ding nochmal? Schildgenerator. Und stimmt, dafür brauche ich noch Holz. Das Holz habe ich ja mitgenommen. Oder nicht, stimmt. Ich habe ja eben gerade eine Workbench gebaut, um das Portal wieder hinzubauen. Ich glaube, da sollte eine stehen. Also hindurch. So, und dann baue ich hier auch mal das Ding hin. Einer mit. So. Fühlt sich schon ein bisschen sicherer an. Immerhin etwas. Ach ja, den Einerhammer. Ja, der nimmt jetzt eigentlich Platz weg, ne? Ich schmeiß den mal hier vor. Die spawnt ja nicht, ne? Keine Ahnung. So, und da versuche ich mal zu outrunnen. Ich kann eigentlich Türen machen. Mache ich auch. Und let's go. Weil so weit ist es ja Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, wir schaffen das bis noch da hinten. Oh, Bogenschützen. Aber mit Aiktür geht das, glaube ich. Lauf! Hauptsache, wir locken sie auch von unserem Portal weg. Ja. Oh, stimmt, der Zwerg. Oh Mann. Der wird jetzt verprügelt. Was liegt denn hier? Ein Schweif. Ja, den kann ich noch mitnehmen. Ich glaube, der wird sich stacken mit unserem Inventar. Oh oh. Eine Walküre. Bitte sieh mich nicht, wenn ich hier vorbeilaufe. Ich lade mal die auch so auf. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, recht geradeaus. Ich habe Angst vor der Walküre. Bitte sieh mich nicht. Komm nicht in meine Reichweite. Okay, sie verzieht sich aus meiner Reichweite weg. Hier ist der Zwerg. Kannst du mir mal helfen? Ich werde verfolgt. Bist du Freund oder Feind? Freund natürlich. Was für eine Frage. Also ganz ehrlich. Wollen wir nicht Feind werden, würde ich ja sagen. Ja, ich bin ein Feind. Ja, ja, ich möchte dich umbringen. Wieso? Doch niemand. Na gut, wie auch immer. Ich schaffe hier mal rüber. Und gehe mal so, weil dann gehen wir direkt da auf unsere Leiche zu. Da ist... Ach, das sind die Ranken von mir. Hä? Wieso sind die denn noch da? Jetzt sind sie despawned. Oh, oh. Der Aspe lebt noch. Ausdauer, Ausdauer. Und er kommt. Und aufsammeln. Und tschüss. Oh, 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 oh. Ah! Ich muss ausweichen, ne? Ich muss ohne Stab kämpfen. Hui! Los, 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 los. Hier durch. Und ausgewichen. Und ausgewichen. Aua, noch nicht ausgewichen. Scheiße, noch ein Askwin. Ja, das wird doch nichts ohne Rüstung. Ich laufe mal zurück, möglichst nah an unsere, an unser Portal. Dann müssen wir gleich nicht so weit laufen. Jo. Stammt nochmal. Gut. Und auch das cutte ich. Es tut mir leid. Ne? Das ist ja jetzt wirklich nicht spannend für euch. So, da bin ich wieder. Oh Mann. Vor allem habe ich eben gerade ganz vergessen, mich gut auszuruhen. Ja, das lief ja jetzt nicht so gut. Ich nehme mal alles auf. Shit, ich hätte erst die Portalsachen aufnehmen sollen. Dann mache ich das auch. Weg damit. Und höre damit. Und dann baue ich mir einfach fix eins. Halt. Verstellung. So. Mann, bau. Stehen ist. Vordel. So, und jetzt schnell rein da. Tschüss. So. Dann kann ich schon mal den ganzen Loot loswerden, den wir gefunden haben. Ich habe übrigens auch einen Fisch gefunden. Dann hier noch Haut, bla bla bla. Alles weg damit. Die Tränke kommt wieder so. Das auf die 3. Das kommt nach oben. Beziehungsweise, nee, das kommt mit zu den Sachen. Dann der Miet. So. Das kommt auch weg. Das ebenfalls. Der kommt auf die 2. Der kommt auf die 5. Der hier hin. Und unseren anderen Krempel hole ich gleich. Aber erstmal bringe ich das hier hin. Wir haben es auch gerade erst mittags. Sehr gut. So, so und so. Falls wir wieder verrecken. Und zurück schnell unsere Sachen geholt und angezogen. Den Federhammer kann ich schon mal anziehen. Dann sparen wir Zeit. So. Sehr gut. Energieschild. Und den restlichen Krempel auch noch mit aufgehoben und angezogen. So. Nein. Gut. So. Und so. Puh. Theoretisch können wir weiterziehen. Würde ich auch machen.
Und wir sind ja recht gut... Ah ne, wir sind nicht gut ausgeruht. Stimmt, das mache ich eben. Da muss ich auch gar nicht so lange warten oder mich nach oben stellen. Es reicht, wenn ich hier stehe mit gemütlich 5 und dann eben das abwarte. Also ich muss jetzt nicht nach oben rennen. Das ist außerdem Loot, den ich loswerden kann. Ja, den schmeiße ich gleich noch ins Lootloch. Aber erstmal gut ausruhen, weil das war eben gerade sehr schwer zu kämpfen. Nach dem Tod habe ich nämlich, ich bin eben nochmal gestorben und dann habe ich vergessen, mich gut auszuruhen und das war dann gar nicht so gut im Kampf. Aber gut, jetzt sind wir gut ausgeruht, alles weg damit und wir gehen wieder hinein. Sehr gut. Hammer, weg damit und weg damit und los geht's. Och nö, nicht wieder Dreckswetter. Hier, ne, dreimal gefickt. Oh Mann, und wir müssen nach da. Gut, dann jetzt aber. Hier war doch diese Straße, die ich meinte, ne? Da gehen wir jetzt mal entlang. Du stirbst. Und du ebenfalls. So. Und hier war die, ne? Oh Mann. Ein Aspen mit Stern hat uns so viel Ärger bereitet. Naja, gut. So ist das nun mal. Hier ist ein Spawner, aber... Uah, nicht du schon wieder. Das ist schon wieder der mit Stern. Es ist wieder der gleiche. Energieschild. Rupp mal bitte. Danke. Und Energieschild. So. Ah, ich habe so Angst vor dem. So, los, verprügelt ihn. Wofür beschwöre ich euch überhaupt? Gott sei Dank halten die ihn doch immer schön von mir weg. Das finde ich voll geil. Und tschüss. So. Ja, mit einem Loot. Und jetzt können wir endlich weiterziehen. So. Und da haben wir so eine Säule. Ich hoffe ja wirklich, dass wir hier nicht irgendwo in eine Sackgasse kommen und umgeben sind von Lava. Das wäre voll gemein. Da ist eine Festung. Oh, eine Festung. Muss ich eigentlich kurz einen Abstecher machen, ne? Warte mal, ich speichere die schon mal ein. So. Ungefähr. Aber ich würde sagen, wir gehen hier erstmal aus diesem Lava raus. Lava-Dingens. Also, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. Dieser Lava-Straße. Ich gehe mal hier hoch. Da ist ein Spawner. Der ist mir jetzt schon ein Dorn im Auge. Deswegen mache ich den mal kaputt. So. Sehr gut, der Zwerg lenkt die ab. So. Na los. Stimmt. Wie wär's denn hier mit? Zack. Und du kriegst auch noch einen auf den Deckel. So. Und zwar einmal von ihm. Bam! Und von ihm auch noch. Schön drauf da. Ja, das ist das Ärgerliche, ne? Wenn sie sie wegruppen und sie eingewurzelt sind. Ich liebe diese Wurzeln, Alter. Die sind so geil. Aua! Habe ich gedampft? Ach, weil ich auf den Fleck gegangen bin, ne? Aha. Das ist ja gut zu wissen. Oh Mann. Aha, hier haben wir so eine alte Ruine. Hm, da könnten wir vielleicht eine Zwischenbase bauen. Oh. Die ist von Lava umgeben. Das ist natürlich schade. Da komme ich nicht hoch. Jetzt habe ich den Salat, ne? Das, was ich meinte. Wenn ich hier drauf stehe, komme ich hier irgendwie... Nee. Nee, 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 nee. Das ist viel zu unsicher. Das ist Valkyrie. Das Ding mache ich schon mal kaputt. Und die Valkyrie will ich eigentlich jetzt holen, bevor wir nachher von mehreren Feinden umzingelt sind. Deswegen komm mal her hier. Ja. Treff sie wieder nicht, ne? Weil sie wieder abhaut. Huch. Habe ich sogar einen vierten gehauen. Geworfen, meine ich. Hä? Was macht ihr denn da? Haben die gerade einen Zwerg gekillt? Dreist.
So. Shit, ich dachte, der trifft mich da oben nicht. Ja, klappen können. Ja, dann gehe ich halt hier auf den Stein. So, King of the Hill. Mäßig. Energieschild. Und Wurzeln. Schön von oben herab. So, prügelt mal ordentlich, bitte. Kann ich schon mal den Loot hier aufsammeln. Dann kommt ihr auch hierher. Und lasst euch ordentlich verprügeln, wie ich das möchte. Bam! So. Und tschüss. Du stirbst auch. Hey, wo kommen die denn alle her? Es sind Spawner irgendwo, ne? Bestimmt. Du brauchst gar nicht erst weggehen, weil du brennst. So. Ja, hier ist irgendwo ein Spawner. Was mache ich denn hier? Wieder ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Wo ist denn der Spawner? Ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung. Hm. Ja, was mache ich denn jetzt, ey? Das ist ja voll doof. Komme ich da irgendwie rüber? Nee, ne? Wir sind komplett umgeben von Lava. Ja, dann könnte ich mir... Das könnte ich machen. Ich kann mir diese komischen Dinger holen, mit denen man über Lava kommt. Ne? Oder hier eine Treppe hochbauen. Ja, das ginge. Warte mal. Ich mach mal hier eine Workbench hin. So. Und ein Portal. Und ich hole mir mal kurz Stuff, um hier eine Treppe hochzubauen. Ja. So. Und es ist sowieso gerade dunkel geworden, ne? Glaube ich. Das heißt, wir müssen sowieso mal kurz pennen gehen. Und ich glaube, es reicht... Ich weiß nicht genau, wie sich das mit dem Holz verhält bei Lava. Ich glaube, wenn sie die Lava, also wenn sie in unmittelbarer Nähe der Lava ist, dann nur verbrennt das Holz auch. Aber wenn es hoch genug ist, dann nicht, oder? Das probieren wir mal aus, weil ich habe jetzt keinen Bock, auch noch den Steinmetz mitzuschleppen. Aber sowieso gehen wir erstmal pennen. Sonne ist nämlich schon weg. Das sehe ich gar nicht gern. Also nichts wie hoch und Ratzen gelegt. Ich weiß, wir brauchen auch noch die 2-Sterne-Askwin. Aber das kommt später. Gute Nacht! So, guten Morgen und wir haben das Holz dabei. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt runter. Bauen uns da hoch und ich hoffe... Stimmt, ich nehme noch mehr Holz mit. Gut möglich nämlich, weil da unten über Lava war. Dass wir dann nicht weiterkommen. Deswegen nehme ich mir mal noch mehr Holz mit. So. Und außerdem nehme ich mir auch hiervon ein paar mit. Keine Ahnung, 10 sollten glaube ich reichen. So. Mache ich mal hier hin. Und dann gehen wir wieder hin. Ich hoffe, die Treppen verbrennen nicht, auch wenn sie mehrere Meter über der Lava sind. Ich weiß es nicht. Es ist auch gut möglich, dass einfach ein Strahl nach oben geschossen wird bei Lava, ob da Holz ist. Oder andersrum, dass bei Holz ein Strahl nach unten geschossen wird und wenn da Lava ist, dann verkohlt sie. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ups, falsches Portal. Oh Mann, ich hoffe, da war jetzt kein Feind und der macht das kaputt. Ich glaube aber nicht, ne? Gut, hier müssen wir rein. Sorry. So, hier sind wir. Und dann hole ich mir mal den Hammer raus. Und ich versuche mal. Gut möglich, dass es nicht klappt, ne? Dass ich jetzt die hier baue, die ist noch okay. Und wenn ich jetzt hier baue, fängt es an zu kohlen. Geht aber noch. Obwohl wir über Lava sind, ne? Wenn ich die jetzt baue, die hält auch. Ah, sehr gut. Dann gehe ich mal hier drauf. So. Da haben wir auch Treppen. Und sogar ein paar Vasen. Die gönne ich mir auch. Hab schon Angst hier mit der ganzen Lava, ehrlich gesagt. So, damit. Rübergejumpt. Und hier hoch. Und ich hoffe, wir kommen dann auf der anderen Seite auch irgendwie weiter. Ach, das Portal muss ich mitnehmen, natürlich. Ich narr. Aber das geht, ne? Da hinten ist, glaube ich, Land. Auch wenn da eine Dingens ist. Wie heißt es? Einen Spawner. Den können wir ja aus sicherer Distanz entfernen. Aber erstmal hoch hier. So. Energieschild. Einfach aus Sicherheitsgründen.
Keine Ahnung, was das bringen soll, ne? Wenn wir in die Lava fallen, sind wir sowieso tot. Gut. Ich versuche mal auf den Dächern zu jumpen. Hier, bei diesen Bögen. So. Ach so, wir rutschen hier natürlich diese Kante runter. Hier drauf, hier drauf. Und so. Hier komme ich nicht durch. Dann versuche ich mal hier hoch zu jumpen und hier rüber zu sliden. So. Und here we are. So viel zum Thema Sicherheit. Schnell. So. Und los. Und ich baller mir außerdem Nahrung. Na los, komm schon. Einer ist auf uns aufmerksam geworden. Ist aber noch okay. Ja, ja, ich sehe dich. Aber ich muss erstmal das Ding da zerstören. Na also. Und da nehme ich ein paar Ranken und räume hier auf. So. Komm mal her. Bam! Feierabend. Gut. Und wir sind endlich auf festerem Land und der mysteriöse Ort ist auch nicht weit. Aber jetzt nicht übertreiben, ne? Der Weg hierher ist jetzt sehr, sehr schwer. Deswegen schön eins nach dem anderen. Oh! Der Schurke, lauf bloß nicht in meine Ranken, dass die dich aus Versehen treffen. Komm mal hierher. Nee, komm lieber doch nicht hierher. Wenn die Ranken jetzt hauen, treffen sie ihn? Nee, ne? Gut. Stimmt, die treffen mich ja auch nicht und meine Kollegen. Also treffen sie auch ihn, glaube ich, nicht. Gut. Moin, moin. Wer ist da? Ja, ich bin's. Wollen wir kurz ein bisschen zusammengehen? Ja, hier ist genau richtig lang. Sehr gut. Danke, dass du mich begleitest. Vorsicht, Lava! Nein, lauf doch nicht in die Lava. Ach, kann er gar nicht. Okay. Na gut. Dann gehe ich hier lang. Verdammt, trotzdem getroffen. So. Die Ranken machen das schon. So, er ist auch noch in Alarmbereitschaft. Da ist ein Spawner. Weil wir müssen nach da, deswegen wird der Spawner uns nerven. Dann mache ich den jetzt schon mal platt. So. Eigentlich ein Troll drauf, ne? Komm. Warum nicht? Da ist ein Asquin, den habe ich schon gesehen. Und hinter mir ist ein Krieger, den versuche ich mal so zu outrunnen. Und let's go. Oh, voll daneben. Ja, weil der wird den Spawner nicht angreifen. Ich dachte mir eigentlich, dass ich den besser targeten kann. Und er den Spawner dann plättet, aber tut er nicht. Nein, 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 gehen wir doch da hinten, bitte. Genau, dankeschön. Dann kümmere ich mich um den Spawner derweil. Da ist ein Asquin, der wird bestimmt gleich auf mich aufmerksam und nicht auf den Troll. Na ja, geh mal weg hier von mir, bitte. Kümmere dich um die anderen. Hier sehe ich Schatten. Wo denn? Ich sehe es nicht genau. Ich mache den Spawner weiter kaputt. Jetzt geht nicht kaputt! So. Sehr gut. Und er ist auch bald down. Oh, der Asquin hat sogar einen Stern. Energieschild. Ranken. Schon mal vorbereiten. Weil der Troll ist gleich fertig. Also, fertig. Ist gleich zerstört. So. Sehr gut. Der Asquin kommt jetzt zu mir. Habe ich schon ein paar Wurzeln für dich. So. Schön festgebackt. Sehr gut. Drauf da. Sehr gut. Dann her mit dem Loot. Ich sollte mich nicht zu früh freuen, ne? Ich bin schon wieder viel zu glücklich. Wir sind hier immer noch in den Ashlands. Und hier werden gleich wieder übel viele... Da ist er, ne? Zwei Sterneviecher kommen. Mit ziemlicher Sicherheit. Tschüss. Und... Das ist er, ne?
Ja. Aber wo sind die ganzen zwei Sterneviecher? Wo kommt ihr denn her? Hä? Von wo? Von hier? Wo denn? Das ist schon wieder ein Moment, wo ich mich frage, wie kann das sein? Wo, was, hä? Hier, kannst du mir mal helfen? Buddy? Also ich glaube, ich krieg das auch alleine hin, aber... Sehr nützlich, dankeschön. So, auf Wiedersehen. Und du kriegst auch noch einen auf den Latz. Tschüss. So. Dann ist da ein Lava-Blob. Und tschüss. Dann du noch. Da hilft eigentlich immer am besten eine Wurzel, ne? So. Vor allem, wenn es mehrere sind. Ausgewichen. Sehr gut, festgewurzelt. Da kann ich mal kurz Grausen wegwerfen und das hier aufsammeln. So. Ach so. Wir sind auch tatsächlich von Dingens überladen, gar nicht vom Gewicht her. Ich baue gleich mal ein Portal. Ich habe auch das Gefühl, es wird wieder dunkel. Ich baue das Portal mal da oben drauf, ne? Der macht mir ein bisschen Angst. Ich sammle mal die Pilze und mache dann das Ding da kaputt. Sonst passiert das nachher noch im Kampf und dann hänge ich da. Ach ja, kein Platz im Inventar. Ja, dann muss ich das Portal wohl doch jetzt schon bauen. Aha! So, Moment. Die machen wir eben, ne? Muss ich. Gut. So, komm mal her hier. Oh, shit. Damit habe ich nicht gerechnet. So, Energieschild. Nein! Verdammt. Scheiße, der könnte mich gleich plätten. Ich nehme, glaube ich, lieber Frost. Er ist gerade festgewurzelt, wie auch immer das gehen kann, wenn er fliegt. So. 7. Ausgewichen. Und Frost. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Er macht sein Feuerdingens. Lauf, 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 lauf. Ausweichen. Ausweichen. Und Frost. Und... Oh oh, oh oh, oh oh. Jetzt nicht greedy werden, nur weil er einen Life hat. So. Puh. Gut, haben wir ihn. Hier mit den Himmelsfedern, da schmeiße ich mal... Oh oh. So, hier hoch. Energieschild. Wo ist er denn? Da ist er, da oben. So. Und tschüss. Gut. Oh, hier ist ein Stein weggebrochen. Huch. Gut, ich glaube, das war der Aspen gerade, ne? Gehen wir hier oben hin. So, und hier baue ich das Portal hin. Jetzt aber schnell. Erstellung. Zack. Verschiedenes Portal. Zack. Und dann gehe ich mal kurz nach hier unten und sammle den ganzen anderen Loot noch auf. Hier. Dann war hier noch ein bisschen von diesem Pulver. Und vor allem waren hier die Himmelsfedern. Hör damit. Und ich mache hier auch noch platt. Auf Wiedersehen. So. Und jetzt mache ich den hier mal kurz down. So. Damit das nicht später passiert, wenn wir irgendwie kämpfen oder sowas. So. Sehr gut. Ja, und dann gehe ich mal kurz zurück. Denn ich glaube, es wird auch gerade dunkel. Und da ist noch eine Festung.
Interessant. Also, so, F. Gut. Und ich frage mich immer noch, wo die zwei Sterneviecher sind. Freue mich aber auch, dass da keine sind. Gut, also hindurch.